Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Wir befinden uns in der Vorlesungsreihe zum Steuerrecht, genau genommen beim 11. Thema, wo wir uns mit der Gewerbesteuer beschäftigen werden. Ja, wie gehen wir dabei vor? Erst einmal natürlich, wie so oft, ein Abkürzungsverzeichnis. Das liegt daran, weil ich hier einige verschiedene Gesetze benötige, auf denen die Gewerbesteuer fußt. Das ist natürlich einmal GWST für die Gewerbesteuer, dann GWSTG, das Gewerbesteuergesetz. KSTG, das Körperschaftsteuergesetz, ESTG, das Einkommensteuergesetz und BEWG, das Bewertungsgesetz. Wir werden zunächst uns mit den Grundlagen und mit der schematischen Darstellung, wie die Gewerbesteuer ermittelt wird, befassen, ehe wir den Gewerbeertrag vor Verlustabzug berechnen. Dabei werden wir uns erst um die Hinzurechnung und dann um die Kürzungen kümmern. Anschließend behandle ich den Gewerbeertrag und den Freibetrag, von dem wir dann auf Nummer 4 den Steuermessbetrag und die Steuermesszahl verweisen können, was uns zu fünftens der Gewerbesteuer, den Hebesatz der Zahlers bringt und last but not least die Zerlegung. Und was genau das ist, werde ich dann rechtzeitig erklären. Okay, fangen wir mal mit den Grundlagen und dem Schema an. Die Grundlagen finden wir in den Paragraphen 1 und 4 des Gewerbesteuergesetzes. Die besagen im Prinzip, dass die Gemeinden die Gewerbesteuer erhalten und erheben, und zwar von den Gewerbebetrieben innerhalb ihrer Gemeinde. Der Paragraph 2 sagt weiterhin: Steuerpflichtig sind grundsätzlich alle inländischen Gewerbebetriebe, siehe auch Paragraph 15 StG, also Einzelunternehmen, Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften, soweit sie nicht befreit sind. Paragraph 3 des Gewerbesteuergesetzes regelt dann, wer befreit ist. Hier ein kleiner Auszug: die Nummer 2, das ist die Deutsche Bundesbank. Nummer 8, Vereine, die von der Körperschaftssteuer befreit sind. Nummer 13, staatlich anerkannte Privatschulen. Nummer 20, staatlich anerkannte Krankenhäuser, Pflege- und Altenheime. Paragraph 5 Gewerbesteuergesetz sagt dann: Steuerschuldner ist der Unternehmer, sprich der Unternehmer ist derjenige, der die Steuer an das Finanzamt dann tatsächlich abzuführen hat. Damit ist die Gewerbesteuer dann auch eine direkte Steuer. Weiter geht's mit Paragraph 6 Gewerbesteuergesetz. Der besagt ganz einfach, dass die Besteuerungsgrundlage der Gewerbeertrag ist. Und dann sind wir auch schon beim Schema. Als Gesetzesgrundlage ist erst einmal zu den Paragraph 15 StG, Paragraph 8 Körperschaftsteuergesetz. Das sind die Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Entweder natürlich, wenn man Personengesellschaft oder Einzelunternehmen hat, wird man die Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach dem Einkommensteuergesetz Paragraph 15 ermitteln. Oder wenn es halt eine Körperschaft als eine juristische Person ist, dann nach Paragraph 8 Körperschaftsteuergesetz. Anschließend müssen wir innerbilanzielle Korrekturen durchführen. Hier gilt Paragraph 60 Absatz 2 ESTDV, die Einkommensteuerdurchführungsverordnung. Und das sind im Prinzip alles Sachen, wo verschiedene Bewertungsansätze vorgenommen sind. Zum Beispiel gibt es Unterschiede zwischen der handelsrechtlichen und der steuerrechtlichen Absetzung für Abnutzung, kurz AFA. Steuerrechtlich darf ich zum Beispiel linear abschreiben und nach Leistung, handelsrechtlich könnte ich aber progressiv abschreiben. Das dürfte steuerlich nicht, dann hätte man bereits schon einen Unterschied. Oder anderes Beispiel ist Desatio. Manchmal wird halt ein Desatio von der Bank verlangt bzw. abgezogen. Und ein großer Unterschied ist hier: handelsrechtlich kann ich das Desatio direkt als Aufwand erfassen, darf es aber allerdings auch auf die gesamte Laufzeit verteilen. Steuerrechtlich, ich muss es verteilen. Wenn ich das halt in beiden Fällen verschieden mache, also in den zwei verschiedenen Bilanzen, die wir haben, dann muss man halt so eine Korrektur durchführen. Haben wir das gemacht, kommen wir zu der Summe der Einkünfte, steuerrechtlich gesehen. Dann müssen wir außerbilanzielle Korrektur machen, das heißt Sachen, die man auch außerhalb der Steuerbilanz zu korrigieren hat. Das ist bekannt, das sind Paragraph 4 Absatz 5 Einkommensteuergesetz. Das sind sowas wie nicht abzugsfähige Geschenke, 30% der Bewirtungsaufwendungen und so weiter. Tun wir das, erreichen wir dann den Gewinn aus Gewerbebetrieb. Orientiert sich ein bisschen an Paragraph 2 Absatz 5 StG. Dann kommen wir erstmal ins eigentliche Gewerbesteuergesetz. Und
Hier kommt erst einmal die Hinzurechnung nach Paragraph 8, die Kürzung nach Paragraph 9 und dann erhalten wir Paragraph 7, den Gewerbeertrag vor Verlustabzug. Wenn wir dann den Verlustabzug nach Paragraph 10a Gewerbesteuergesetz durchführen, erhalten wir natürlich theoretisch auch erstmal einen Ertrag. Der muss dann nach § 11 Absatz 1 Satz 3 Gewerbesteuergesetz abgerundet werden, und zwar auf den nächsten durch 100 teilbaren Betrag. Ab dann wird noch ein Freibetrag abgezogen, sofern es sich um eine Personengesellschaft oder einen Einzelunternehmer handelt. Das finden wir in § 11 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 und 2 Gewerbesteuergesetz. Und wir erhalten nach § 7 den Gewerbeertrag. Der Gewerbeertrag ist dann maßgeblich für die Steuermisszahl, mit der er multipliziert werden muss, laut § 11 Absatz 2 Gewerbesteuergesetz. Dadurch erhalten wir dann den Steuermessbetrag nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Gewerbesteuergesetz. Die Gemeinde erhebt dann nach § 16 Absatz 1 Gewerbesteuergesetz einen Hebesatz. Mit dem multipliziert man den Steuermessbetrag und erhält § 16 Absatz 1 die Gewerbesteuer. Ziehen wir dann noch unsere geleisteten Gewerbesteuervorauszahlungen nach § 19 Absatz 1 ab, erhalten wir die Zahllast oder Erstattung laut § 20 Absatz 1 Gewerbesteuergesetz. Kleine Nebenbemerkung bereits, zu finden in § 28 bis 31 des Gewerbesteuergesetzes werden mehrere Betriebsstätten unterhalten, die sich im wirtschaftlichen Zusammenhang befinden oder sich über mehrere Gemeinden erstrecken. So wird der Steuermessbetrag auf diese im Verhältnis der Löhne verteilt. Das machen wir dann, wie gesagt, später, das ist das Letzte, wenn die Gewerbesteuer aufgeteilt werden muss. Okay, kommen wir damit erstmal zum Punkt 2, den Gewerbeertrag vor Verlustabzug. Die Berechnung der Gewerbesteuer basiert auf den ermittelten Einkünften aus Gewerbebetrieben, der Einkommensteuer bzw. Körperschaftssteuer. Das hatten wir ja schon gesagt. Maßgeblich ist logischerweise dann der gewerbliche Gewinn oder Jahresüberschuss, welcher sich aus den Einkünften aus Gewerbebetrieb plus minus innerbilanzielle Korrekturen und außerbilanziellen Korrekturen ergibt. Innerbilanzielle Korrekturen finden nach § 60 Absatz 2 StDV statt und sind halt Korrekturen von der Handelsbilanz zur Steuerbilanz, also was ich schon sagte, diese Bewertungsunterschiede. Ausbilanzielle Korrekturen, das ist nach 4 Absatz 5 StG, sind halt Aufwendungen, die steuerlich nicht abzugsfähig sind. Auch das habe ich schon erwähnt. Hier nochmal als anderes Beispiel Bußgeld oder die Gewerbesteuer an sich. Ja, wenn wir das haben, sind wir schon bei den Hinzurechnungen. Das heißt, was erhöht die Gewerbesteuer? Und da es zwischen der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer Bewertungsunterschiede gibt, sind halt solche Korrekturen notwendig. Und zwar in den § 8 die Hinzurechnung und § 9 die Kürzungen. Hinzugerechnet werden müssen erst einmal § 8 Nummer 1 25% der Summe der Finanzierungen, die 100.000 Euro übersteigen. Das klingt sehr kompliziert, ist es tatsächlich auch, weil nämlich die Finanzierungen natürlich nicht einfach summiert werden dürfen. Hier gibt es nochmal interne Grenzen. Was haben wir hier? Der Zinsaufwand, den dürfen wir voll reinnehmen. Die Gewinnanteile einer stillen Gesellschaft, das auch. Miete, Pacht für bewährliche Wirtschaftsgüter nur zu 20%. Die Miete oder Pacht für unbewegliche Wirtschaftsgüter zur Hälfte. Und der Aufwand für zeitliche Überlassungen von Rechten zu 25%. Wenn wir die Finanzierung dann so ausgerechnet haben, kommen wir zu § 8 Nummer 5. Hinzugerechnet müssen auch die Einkommensteuer bzw. Körperschaftssteuer freien Erträge aus Dividenden oder Erträgen aus dem Verkauf von Anteilen im Sinn des Teileinkünftesverfahrens in Verbindung mit § 17 der Veräußerung. Dann die Nummer 8, Verluste aus Beteiligungen an anderen Gesellschaften, wo die Gesellschaft als Mitunternehmer anzusehen sind. Und Nummer 9, Spenden, die eine Kapitalgesellschaft getätigt hat. Gekürzt werden müssen nach § 9 folgende Sachen. Nummer 1, 1,2% des 1,4-fachen des Einheitswertes, siehe dazu § 121a Bewertungsgesetz, von Gebäuden bzw. Grundstücken, sofern sie zum Betriebsvermögen gehören und nicht von der Grundsteuer befreit sind.
Der Einheitswert ist ein festgeschriebener Wert eines Gebäudes oder Grundstücks im Jahre 1964 für Westdeutschland bzw. 1935 für Ostdeutschland. Den findet man in gewissen Tabellen. Das Bewertungsgesetz sagt halt, dass von diese uralten Werte müssen wir halt heranziehen. Dann wird noch gekürzt Nummer 2, die Gewinne aus Beteiligungen anderer Gesellschaften, wo die Gesellschaft als Mitunternehmer anzusehen sind. Gut, es geht natürlich einher mit Verlusten. Na? Nummer 5, Spenden und Mitgliedsbeiträge an staatlich anerkannte Körperschaften, die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen. Siehe dazu die Paragraphen 52 bis 54 der Abgabeordnung. Allerdings hier noch bis zu einer maximalen Höhe von 20% des Gewinns aus Gewerbebetrieb oder 4 Promille aus Umsatz und Löhne. Und last but not least, Paragraph 9, Nummer 2a und 7. Gewinne aus einer Beteiligung in einer Kapitalgesellschaft, sofern die Beteiligung mindestens 15% ausmacht. Ja, diese Dividendenerträge sind etwas kompliziert. Und wir müssen überlegen, weil wenn es um diesen Einkommensteuer- bzw. körperschaftsteuerfreien Anteil geht, die werden also erst einmal hinzugerechnet, egal was da kommt. Dann wird überprüft, hat die Gesellschaft einen Anteil von größer gleich 15% der Aktien, werden danach sowohl die einkommenssteuerlich bzw. körperschaftsteuerlich steuerfreien Gewinne und die steuerpflichtigen gekürzt, also komplett rausgenommen. Das klingt kompliziert, in dem Schema sieht das aber deutlich einfacher aus. Betrachten wir erstmal die Rechtsform des Unternehmens, und zwar Personengesellschaft oder Einzelunternehmen in dem Fall. Ist die Beteiligung hier kleiner 15 oder größer 15%, müssen wir uns fragen. Ja, in dem Fall spielt es keine Rolle bei der Hinzurechnung, da müssen vor 40% hinzugerechnet werden. Da nach § 3 Nummer 40 ECG 40% einkommenssteuerfrei und damit nicht im Gewinn enthalten sind. Kürzung, wenn man weniger als 15% hat, wird gar nicht gekürzt. Dann ist sozusagen sind die gesamten Einkünfte, die man da hatte, steuerpflichtig. Aber mehr als 15% kommen die kompletten Einnahmen hingegen steuerfrei. Das finden wir in § 9 Nummer 7 Gewerbesteuergesetz. Wenn wir das mal summieren, ist die Rechtsform des Unternehmens eine Personengesellschaft oder eine Einzelunternehmung. Und wir sind an einer Kapitalgesellschaft mit kleiner 15% beteiligt, dann müssen wir 40% von den Einkünften, die wir hatten, hinzurechnen, weil sie halt steuerfrei waren durch das Teileinkunftsverfahren. Haben wir mehr als 15%, sind die 60%, die laut Teileinkunftsverfahren steuerpflichtig sind, auch noch abzuziehen. Also im Prinzip ganz oder gar nicht. Sind wir selbst eine Kapitalgesellschaft, die an einem anderen beteiligt ist, gelten drei verschiedene Grenzen. Kleiner 10%, 10 bis 15% oder größer 15%. Bei kleiner 10% muss nichts hinzugerechnet werden, da hier eh alle Einkünfte körperschaftsteuerpflichtig sind und damit die Grundlage gleich ist. Sind sie größer 10%, müssen wir erst einmal 95% hinzurechnen nach 8b Absatz 1 Körperschaftsteuergesetz, weil in dem Stand 95% körperschaftsteuerfrei sind und damit nicht im Gewinn enthalten sind. Das müssen wir dann korrigieren nach § 8 Nummer 5 Gewerbesteuergesetz. Bei der Kürzung ist es nur andersrum. Haben wir weniger als 15%, wird nichts gekürzt. Haben wir mehr als 15%, während die 95%, die steuerfrei sind, wieder gekürzt. Summieren wir das bei kleiner 10%, haben wir halt plus minus 0%, nichts zu machen. Bei 10 bis 15% müssen wir 95% des Gewinns, weil der halt steuerfrei war, körperschaftsrechtlich, aber gewerbesteuerlich nicht hätte frei sein dürfen, müssen wir wieder hinzurechnen. Und bei größer 15% sind die 95% sowieso Körperschaftsteuer befreit, allerdings auch Gewerbesteuer befreit und daher müssen wir ja auch nichts korrigieren. Machen wir dazu eine Ad-Hoc-Übung insgesamt, weil es kompliziert ist. Aufgabe wird ungefähr so lauten: Ermittelt den Gewerbeertrag vor Verlustabzug unter Abgabe der gesetzlichen Grundlagen. Aufgabe 1 hier, die ABC OHG hat einen steuerrechtlichen Gewinn von 400.000 Euro und verfügt über ein Grundstück mit einem Einheitswert von 100.000 Euro. Aha, da wissen wir schon, hier wird was gekürzt werden. Zudem weist die Gewinn- und Verlustrechnung Zinsaufwand von 85.000, Finanzierung,
sowie Aufwand für Kraftfahrzeug-Leasing, immer noch Finanzierung, in Höhe von 125.000 Euro auf. Sie spendete nachweislich an die Kirche, Spenden, die abzugsfähig sind nach der AO, 10.000 Euro. Die ABC OHG ist zudem an der Teuer AG zu 20% beteiligt. Hier ist jetzt die Sache, wo wir prüfen müssen, die Dividendenerträge, ob die abzugsfähig sind oder ob sie nur hinzugerechnet werden. Und hier war ein Dividendenertrag von 200.000 Euro erhalten. Gesellschafter A ist zudem noch als typisch stiller Gesellschafter an der Billig KG beteiligt, aus der ein Verlust von 50.000 Euro einfloss. Also eine Beteiligung. Okay, der Gewinn aus Gewerbebetrieb hat mir mit 400.000 Euro gegeben. Den Rest müssen wir woraus finden. Rot markiert habe ich hier erstmal all das, was für die Hinzurechnung interessant ist. Da haben wir zunächst den Paragraph 8 Nummer 1, 25% der Summe der Finanzierung, die 100.000 Euro übersteigen. Schauen wir mal, rot markiert hier extra ist der Zinsaufwand mit 85.000. Dann Miet- und Pachtaufwand beweglicher Wirtschaftsgüter, das ist das Kraftfahrzeug-Leasing. Dafür aber nur 20%, das heißt nur 20% von 125.000 macht 25.000. Das macht erst einmal Finanzierung von 110.000 Euro. Davon 100.000 abgezogen sind 10.000 Euro, die wir anrechnen können, die allerdings nur zu 25%. Ergibt 2.500 Euro, die wir hinzurechnen müssen. Dann kommt Paragraph 8 Nummer 5. Einkommensteuer bzw. körperschaftsteuerfreien Erträge aus Dividenden für die Teileinkünfteverfahren gilt, mal ganz kurz gesagt. Ja, das sind also 40% mal 200.000 Euro, die wir hatten, die steuerfrei sind, macht 80.000 Euro. Die müssen erstmal wieder hinzugerechnet werden. Das heißt, Hinzurechnung haben wir 2.500 Euro für die Finanzierung, 80.000 Euro für die steuerfreien Anteile aus dem Teileinkünfteverfahren macht 82.500 Euro. So, was wird jetzt gekürzt? All das, was ich grün markiert habe. Da haben wir zunächst Paragraph 9 Nummer 1, 1,2% des 1,4-fachen des Einheitswerts von Gebäuden oder Grundstücken. Also 1,2% mal 1,4 mal, da oben steht eher der Einheitswert, 100.000 Euro. Tippt man das alles ein, kommt man auf 1.680 Euro, das wird gekürzt. Dann haben wir noch Paragraph 9 Nummer 5, nicht parteigebundene politische Spenden und Mitgliedsbeiträge in Höhe von maximal 20% des Gewinns aus Gewerbebetrieb. Okay, also 10.000 Euro, maximal 20% mal 400.000 Euro. Ja, macht 10.000 Euro, das Maximum wäre 80.000 Euro. Paragraph 9, Nummer 2a bzw. auch Nummer 7. Die Gewinne aus einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, sofern die Beteiligung mindestens 50% ausmacht. Ja, sie ist zu 20% beteiligt. Das heißt, wir können jetzt 200.000 Euro direkt abziehen. Wäre so, im Prinzip hatten wir 40% hinzugerechnet, 60% abgezogen. Also insgesamt wären 60%, die man abziehen würde, wir ziehen 100% ab. Das sind die Differenz von 60%, die ich in der Übersicht gerade dargestellt hatte. Das heißt, unsere Kürzungen sind 1.680 Euro für das Gebäude, 10.000 Euro für die politischen Spenden und Mitgliedsbeiträge und für die Spenden allgemein und plus 200.000 Euro für die Gewinne aus der Beteiligung an der Kapitalgesellschaft. Macht 211.680 Euro. Ja, wenn wir das in unser Schema einfügen, die 82.500 kommt dazu, die 211.680 gehen weg, haben wir einen Gewerbeertrag für Verlustabzug von 270.820. Okay, jetzt übt ihr das mal am besten. Aufgabenstellung ist im Prinzip fast gleich mit zwei Aufgaben, die ich hier gemacht habe. Mal sehen, was am Ende rauskommt. Vergleichen wir. Auch pausiert am besten das Video in dem Moment. Ich springe zur Lösung. Wir schauen mal. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. Und zwar erst für die Bruno Bricht OHG.
Hinzurechnungen. Da haben wir Paragraph 8 Nummer 1, 25% der Summe der Finanzierung, die 100.000 übersteigen. Das heißt, du musst erstmal die Summe der Finanzierung rausfinden. Da hatten wir die Gewinnanteile einstellenden Gesellschafters in Höhe von 20.000 Euro. Plus 20% für Miete und Pacht der beweglichen Wirtschaftsgüter. Das waren also 20% von 500.000, macht 100.000 Euro. Plus die Hälfte der Miete, Pacht für unbeweglichen Wirtschaftsgütern waren 50% mal 20.000. Pro Monat mal 12 Monate macht 120.000 Euro. Wir können also sagen, wir haben eine Summe an Finanzierung von 240.000 Euro. Davon müssen wir 100.000 Euro abziehen. Von dem Rest, 140.000 Euro, sind 25% hinzuzurechnen, macht 35.000 Euro. Dann haben wir Nummer 5, die Dividendenerträge mit dem Teileinkünfteverfahren. Das sind 40% von 100.000, die werden hinzugerechnet, macht 40.000. Zusammen haben wir also eine Zurechnung von 35.000 Euro plus 40.000 Euro, macht 75.000 Euro. Kommen wir zu den Kürzungen. Paragraph 9 Nummer 5, die nicht parteigebundenen bzw. nicht politischen Spenden und Mitgliedsbeiträge, maximal 20% des Gewinns aus Gewerbe. Gleich 60.000 Euro, maximal 20% mal 1,25 Millionen Euro. Das sind natürlich 60.000 Euro, maximal wären 250.000. Dann haben wir Nummer 2 und Nummer 7, die Gewinne aus der Beteiligung einer Kapitalgesellschaft, sofern die Beteiligung mindestens 50% ausmacht, sind 100.000 Euro. Macht 60.000 Euro plus 100.000 Euro gleich 160.000 Euro. So, wir hatten den Gewinn aus Gewerbebetrieb mit 1,25 Millionen, müssen dann 75.000 hinzurechnen, 160.000 abziehen, verbleibt ein Gewerbeertrag vor Verlustabzug von 1.165.000 Euro. So, jetzt war die Frage, wie sieht die Sache aus, wenn es um eine GmbH ist und noch ein paar andere Änderungen. Wir haben erstmal wieder die Finanzierungen. Das sind 20% von Miet und Pacht von 500.000 Euro, also von den beweglichen Wirtschaftsgütern sind 100.000 Euro. Plus die Hälfte dieser Pacht der unbeweglichen Wirtschaftsgüter, hatten wir auch gerade, sind 120.000 Euro, macht 220.000 Euro. 100.000 Euro abgezogen davon, von dem Rest 25% nur, macht 30.000 Euro hinzuzurechnen. Dann Teileinkünfteverfahren. Hier nur 95%, wir sind ja jetzt eine Kapitalgesellschaft, das heißt körperschaftsteuerfrei. Das heißt 95% mal 100.000 Euro sind 95.000 Euro, die hinzuzurechnen sind. Dann Paragraph 8 Nummer 9, Spenden, die eine Kapitalgesellschaft getätigt hat. Ja, wir haben gespendet 20.000 Euro, dann nochmal 40.000, nochmal 50.000, macht 110.000. Das wird hinzugerechnet alles. Wir haben also eine Zurechnung von 30.000 plus 95.000 plus 110.000 Euro, macht 235.000 Euro. Kommen wir zu den Kürzungen. Die nicht parteigebundenen politischen Spenden und Mitgliedsbeiträge mit einer maximalen Höhe von 20% des Gewinns aus Gewerbebetrieb sind 60.000 Euro, maximal wieder 20% mal 1,25 Millionen, sind 60.000 Euro wie vorher. Dann haben wir noch zu kürzen die Gewinne aus Beteiligung an anderen Gesellschaften, wo die Gesellschaft als Mitunternehmer anzusehen sind. Das waren 10.000 Euro. Dann Gewinne aus einer Beteiligung einer Kapitalgesellschaft. Die werden hier nicht gekürzt, da der Anteil kleiner 15% ist. Pech gehabt. Damit haben wir nur Kürzungen von 70.000. Haben wir also unseren Gewinn aus Gewerbebetrieb von 1,25 Millionen. Müssen wir jetzt 235.000 hinzurechnen. 70.000 abziehen und landen bei 1.415.000. Drittens, Gewerbeertrag und Freibetrag. Hier gehen wir in den Paragraphen 10a des Gewerbesteuergesetzes. Ist der Gewerbeertrag vor Verlustabzug ermittelt, muss von diesem zunächst der Verlust aus dem Vorjahr abgezogen werden, ein sogenannter Verlustvortrag.
Der beträgt maximal 1 Million Euro plus 60% des Verlustes, der 1 Million Euro übersteigt. Die verbliebenen 40% werden als Verlust in das nächste Jahr vorgetragen. § 11 Absatz 1 Satz 3 Gewerbesteuergesetz. Anschließend wird der ermittelte Wert auf den nächsten durch 100 teilbaren Wert abgerundet. Dann Nummer 1 und 2 davon. Handelt es sich um ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft, wird noch ein Freibetrag von 24.500 Euro abgezogen. Bei Unternehmen von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, werden wir jetzt nicht behandeln, wäre es auch ein Freibetrag von 5.000 Euro. Okay. Ad-hoc-Übung ermittelt den Gewerbeertrag unter Angabe der gesetzlichen Grundlagen. Fortsetzung, wir hatten vorhin den Gewerbeertrag vor Verlustabzug von 270.820, den nehme ich jetzt. Und hatten im Vorjahr einen Verlust von 20.000 Euro. § 10a, 20.000 Euro Verlustvortrag, maximal 1 Million Euro plus 60%, das ist mir längst drunter. Wir können also die 20.000 Euro direkt abziehen. Müssen dann noch abrunden, das werden, wie wir auf den nächsten schon unterteilbaren Betrag, das werden 20 Euro sein. Und ist es ja eine OHG gewesen, oder ist eine, also können wir den Freibetrag von 24.500 Euro auch abziehen und landen dann bei einem Gewerbeertrag von 226.300 Euro. Ja, da geht es weiter dann mit dem Steuermessbetrag und der Steuermesszahl. Dazu finden wir es in § 11 Absatz 2 Gewerbesteuergesetz. Die Multiplikation des Gewerbeertrags mit der Steuermesszahl ergibt den Steuermessbetrag. Ganz einfach. Ah ja, die Steuermesszahl 3,5% ist festgelegt. Und Ad-hoc-Übung dazu, Fortsetzung wohlgemerkt. Wir hatten jetzt die 226.300 Gewerbeertrag, multiplizieren das mit der Steuermesszahl 3,5% und landen zu einem Steuermessbetrag von 7.920,50 Euro. Ja, weiter geht's dann mit dem § 16 Absatz 1. Wenn man den Steuermessbetrag mit dem Hebesatz multipliziert, der ist wird von jeder Gemeinde selbst festgelegt, dann erhält man die Gewerbesteuer, abgerundet auf volle Euro wohlgemerkt. Dann zieht man die geleisteten Vorauszahlungen nach § 19 Absatz 1 ab und erhält die Zahllast, eine Nachzahlung bzw. eine Erstattung, wenn die Vorauszahlungen halt höher waren. Setzen wir die Ad-hoc-Übung fort mit unserem Steuermessbetrag von 7.920,50 Euro und bei einem Hebesatz von 250% multiplizieren wir das damit und erhalten eine Gewerbesteuer von 19.801 Euro. Ziehen die Vorauszahlung ab, die wir haben, quartalsweise 5.000 Euro, bei 4 Quartalen macht das 20.000 Euro, dann haben wir einen negativen Betrag, also eine Erstattung von 199 Euro. Ja, damit sind wir mit der Gewerbesteuer ganz grob durch. Eure Aufgabe jetzt, ich habe mir zwei Aufgaben ausgedacht, wo ihr komplett mal bitte alles machen sollt. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, haltet euch einfach an das Schema und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Okay, kommen wir zuerstens der True MP Mauerbau AG. Wir hatten hier einen Gewerbeertrag für Verlustabzug gegeben, Höhe von 1.750.050. Und müssen jetzt den Verlustvortrag machen. Das heißt, minus 1,5 Millionen, maximal 1 Million plus 60% des Verlustes, der 1 Million übersteigt. Heißt, 1 Million plus 60% von 500.000 macht 1.300.000, können wir Verlustabzug durchführen, Verlustvortrag. Dann müssen wir abrunden nach § 11 Absatz 1 Satz 3, das heißt 50 Euro weg. Freibetrag gibt es hier nicht, ist eine Kapitalgesellschaft des Privatrechts, da gibt es sowas nicht. Und damit landen wir gleich beim Gewerbeertrag von 450.000 Euro. Ausgehend von unserem Gewerbeertrag können wir jetzt den Steuermessbetrag ausrechnen, indem wir ihn mit der Steuermesszahl 3,5% multiplizieren, macht dann den Steuermessbetrag in Höhe von 15.750 Euro. Multiplizieren wir den mit dem Hebesatz von 300%, ergibt sich die Gewerbesteuer in Höhe von 47.250 Euro. Dann ziehen wir unsere Vorauszahlung ab, das waren 60.000 Euro, und erhalten damit eine Erstattung von 12.750 Euro.
Ja, zweitens war schwerer, da war mehr zu tun. Die Seehofer Ortschafts-East KG. Erst einmal kümmern wir uns wieder um die Hinzurechnung nach Paragraph 8. Finanzierungen. Da haben wir den Gewinnanteil des stillen Gesellschafters von 50.000 Euro plus 20% von Miet und Pacht der beweglichen Wirtschaftsgüter waren 20% mal 400.000 Euro, macht 80.000 Euro. Plus die Hälfte der Miete und Pacht von unbeweglichen Wirtschaftsgütern ist die Hälfte von 500.000 Euro, macht 250.000. Ergibt eine Summe an Finanzierungen von 380.000 Euro. Die müssen um 100.000 Euro kürzen und davon dann 25% hinzurechnen, macht 70.000 Euro. Dann unsere Erträge wegen den Teileinkünfteverfahren. 40% waren steuerfrei von 100.000 Euro, macht 40.000 Euro, die wir hinzuzurechnen haben. Hinzurechnung sind dann also 70.000 Euro plus 40.000 Euro gleich 110.000 Euro. Jetzt kümmern wir uns die Kürzung nach Paragraph 9. Wir hatten hier ein Gebäude, davon das 1,2% des 1,4-fachen des Einheitswertes, also 1,2% mal 1,4 mal 200.000 Euro, macht 3.360 Euro. Politische Spenden sind nicht abzugsfähig, können wir nichts machen. Allerdings haben wir noch Gewinne aus einer Beteiligung einer Kapitalgesellschaft, die wir nicht abziehen können, leider, weil hier eine Beteiligung nur kleiner 50% ist, können wir also auch nicht kürzen. Das heißt, unsere Kürzungen sind wirklich nur 3.360 Euro. Gegeben war der Gewinn aus Gewerbebetrieb von 300.000 Euro, zuzüglich 110.000 Euro Hinzurechnung, abzüglich Kürzung von 3.360, macht ein Gewerbeertrag vor Verlustabzug in Höhe von 406.640. Ich sehe gerade, bei dem Schema steht noch Paragraph 7 Hinzurechnung, Paragraph 8 Kürzung, das ist falsch, Paragraph 8 Hinzurechnung, Paragraph 9 Kürzung. Wenn man das abschreibt, bitte mal korrigieren, das fällt mir jetzt gerade auf. Man sieht ja oben, dass die Kürzungen 9 sind. Okay, weiter geht's. Und zwar mit dem Verlustvortrag. Hatten wir hier nicht, brauchen wir also nicht wirklich berechnen. Dann runden wir ab auf die nächsten Hunderter. Das heißt 40 Euro weg. Dann ziehen wir den Freibetrag ab, weil hier ist ja eine KG, also 24.500 Euro Freibetrag. Wenn wir das alles abziehen, landen wir beim Gewerbeertrag von 382.100 Euro. Ja, den Gewerbeertrag multiplizieren wir mit der Steuermesszahl 3,5%, erhalten dann den Steuermessbetrag von 13.373 Euro. Multiplizieren wir das mit einem Hebesatz von 200%, erhalten wir die Gewerbesteuer, macht 26.746 Euro. Abzüglich unserer Vorauszahlung, wir haben viermal 5.000 Euro vorausgezahlt, wir ziehen also 20.000 Euro ab, haben wir eine Nachzahlung von 6.746 Euro. So, last but not least, Zerlegung. Was ist das? Es wird in den Paragraphen 28 bis 30, teilweise bis 31 Gewerbesteuergesetz. Bedeutet so viel wie, dass bei Vorhandensein mehrerer wirtschaftlich zugehöriger Betriebsstätten, die in verschiedenen Gemeinden liegen, oder Betriebsstätten, die über sich über mehrere Gemeinden erstrecken, man den Steuermessbetrag aufteilen muss, weil ja jede Gemeinde einen Anspruch auf einen Anteil davon hat. Und weil jeder Hebesatz anders sein kann auch. Hier Paragraph 29 Absatz 1. Der Maßstab für die Zerlegung ist das Verhältnis der Arbeitslöhne der einzelnen Betriebsstätten. Die werden auf volle 1.000 Euro abgerundet. Paragraph 31 sagt, was Arbeitslöhne sind. Das ist nämlich nicht einfach, wie ihr denkt, alles, was irgendwie lohntechnisch fließt. Nein, nein. Das sind natürlich erstmal wirklich die Löhne und Gehälter. Erst einmal. Allerdings keine Ausbildungsvergütungen. Auch keine Tantiemen und Gratifikation, auch keine Sonderzahlung größer 50.000 Euro. Was allerdings wirklich noch ein Lohn ist, sind 25.000 Euro bei Nichtkapitalgesellschaften für alle Unternehmer zusammen, aufgeteilt nach tatsächlicher Zugehörigkeit. Sozusagen pauschaler Unternehmerlohn, wenn wir so wollen. Okay, ich möchte euch das mal in einer Art Hockübung zeigen. Ich habe mir jetzt ausgedacht, dass die ABC-OAG in der Gemeinde Dresden sitzt.
Dresden hat 52% Hebesatz, behaupte ich mal, und einen Gewerbeertrag von 200.000 Euro aufweist und eine weitere Betriebsstätte in Leipzig mit einem Hebesatz von 200% hat. Die Löhnegehälter in Dresden waren 70.000 Euro inklusive 10.000 Euro Ausbildungsvergütung. In Leipzig wurden Löhne und Gehälter von 55.000 Euro gezahlt, inklusive 20.000 Euro für Gratifikation. OAG hat einen Gesellschafter, der ist allerdings immer in Leipzig. Jetzt müssen wir halt aufteilen. Wir haben den Gewerbeertrag von 200.000 Euro. Mal der Steuermesszahl, das heißt mal 3,5%, ist der Steuermessbetrag von 7.000 Euro. Den gilt es aufzuteilen. So, wie teilen wir den auf? Nach den Verhältnis von Gehältern und Löhnen. Wir müssen also schauen, was haben wir in Dresden? 150.000 Euro Löhne und Gehälter. Allerdings sind das inklusive Ausbildungsvergütung. Die gelten ja, die zählen ja nicht dazu, haben wir gerade gesagt. Also müssen wir die rausrechnen. Gratifikation, Tantiem müssten wir rausrechnen, haben wir aber nichts. Geschäftsführerpauschalen müssten wir dazu rechnen, aber der ist nicht in Dresden, von daher gibt es da nichts. Das heißt, die Summe Löhne und Gehälter Dresden sei 140.000 Euro. In Leipzig haben wir 55.000 Euro. Ausbildungsvergütung gab es keine. Inklusive Gratifikation Tantiem sind die 55.000 Euro. Die 20.000 Euro für die Gratifikation müssen wir abziehen. Allerdings 25.000 Euro für den Geschäftsführer dazurechnen, weil er ja sich in Leipzig aufhält. Für Leipzig haben wir also eine Summe von 60.000, macht insgesamt 200.000 Euro. Schauen wir uns das Verhältnis an. In Dresden sind also 70% der Löhne und Gehälter, in Leipzig 30%. Und so müssen wir jetzt auch den Steuermessbetrag aufteilen. Der ist für beide zusammen 7.000 Euro. 70% entfallen auf Dresden, 30% auf Leipzig. Das heißt in Dresden 4.900 Euro, in Leipzig 2.100 Euro. Der Hebesatz von Dresden ist 250%, das heißt 4.900 mal 250% macht eine Gewerbesteuer von 12.250 Euro für Dresden. Bei Leipzig ist es 200% von 2.100 Euro, das heißt Leipzig hat einen Anspruch von 4.200 Euro Gewerbesteuer. Okay, mal ganz kurz gesagt, jetzt macht ihr das. Ermittelt die Gewerbesteuer unter Angabe der gesetzlichen Grundlagen fast genauso, wie ich es jetzt gemacht habe. Müsste eigentlich klappen. Schauen wir, was am Ende rauskommt. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. Erstmal wieder, wir hatten einen Gewerbeertrag von 500.000, multiplizieren das mit der Steuermesszahl 3,5% und landen bei einem Steuermessbetrag von 17.500 Euro, der dann aufgeteilt werden muss, und zwar im Verhältnis der Löhne. Schauen wir mal. In Kiel hatten wir 250.000 Löhne und Gehälter. Darin enthalten 50.000 Ausbildungsvergütung, die wir herausrechnen müssen. Gratifikation und Tantieme waren in Kiel nicht geflossen. Geschäftsführer ist da auch nicht zu finden. Das heißt, in Kiel haben wir Löhne und Gehälter von 200.000 Euro. In Berlin haben wir 350.000 Euro ohne Ausbildungsvergütung. Allerdings, was sind das inklusive Tantiemen, die wir herausrechnen müssen? Und Gratifikation macht minus 75.000 Euro. Der Geschäftsführer ist in Berlin, deswegen dort nochmal 25.000 Euro dazu, macht 300.000 Euro für Berlin. Insgesamt haben wir also Löhne und Gehälter, steuerrechtlich gesehen, 500.000 Euro. Das entspricht einem Verhältnis von 40-60% Kiel zu Berlin. Ja, und 40-60% ist auch der Steuermessbetrag aufzuteilen von 17.500 Euro. Das heißt, 7.000 entfallen auf Kiel, 10.500 auf Berlin. Jetzt rechnen wir einfach den Anteil von Kiel mal den Hebesatz von Kiel, sprich 7.000 mal 200% macht 14.000 Euro. Bei Berlin die 10.500 Euro mal den Hebesatz von Berlin, 400%, macht 42.000 Euro. Ja, damit sind wir mit der Vorlesung Gewerbesteuer durch, wirklich auch alles beinhaltete. Ich hoffe, es war interessant, war nicht zu schwer, ich gebe zu, es war eigentlich recht viel, aber wenn man sich so aufdröselt, geht es. Ich würde mich um eine gute Bewertung freuen, sehr auch um einen Daumen hoch. Ich habe ja letztens erfahren, dass der YouTube-Algorithmus nämlich mit Daumen hoch arbeitet, das heißt, man kann super bewertet werden, aber wenn man keinen Daumen hoch hat, taucht man trotzdem in der Suchliste nicht auf, das ist ein bisschen schade. Ich verabschiede mich auf jeden Fall.
Bis zum nächsten Video. Wir hören uns. Ciao!